Hey, hey, hey und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Let's Play Minecraft zusammen mit dem David. Ich bin krank und deswegen sind wir jetzt auf der 1.11, nur weil ich krank bin. Ja. Wenn Julian nicht krank wären, wären wir noch auf der 1.10. Richtig. So bin ich krank geworden, würde ich sagen, ne? Ja. Das ist natürlich nur völliger Nonsens. Ich wechsle kurz wieder zum Shader, denn der funktioniert irgendwie trotzdem auf der 1.11, finde ich erstmal gut. What the fuck? Hab ich genug FPS? Ja, reicht. Nicht. Aber egal. Liegt doch bestimmt an der Kirche. Hey, ich will nicht so wenig FPS haben. Moment. Irgendwas, was ich noch umstellen kann? Leistung. Was macht das denn? Nimm noch mal die Sattel hin. Mal an. Schnelles Rendern. Ach so, da muss ich Shader aktivieren. Logischerweise. Toll. Wenn ich weniger FPS haben. Oh, ich fange mit meinem Projekt jetzt an, ne, Julian? Okay. Ich werde jetzt erst einmal gucken, warum ich so wenig FPS habe. Mal wieder seit Ewigkeiten wieder hier hinausgepackt. Oh, ich wollte etwas anderes machen. Ah, das war dumm. Ach komm schon. Machen wir mal so. Hilft wahrscheinlich gar nichts. Will ich nicht. David, wie wär's mit einer Axt, wenn du die mitnimmst? Das ist ja egal. Ich möchte ihn ausstellen, den Shader. Egal, wir gucken erstmal. Und zwar habe ich mich natürlich im Vorfeld auch informiert, wie man einen Observer-Block baut. Leckt. Und deswegen muss ich das jetzt nicht im Minecraft-Wiki nachgucken. Tue ich auch gerade gar nicht. Ich bin gerade nur in Gedanken und bin nicht im Browser. Der guckt sich gerade wieder keine Rückmeldung. Der gerade nicht keine Rückmeldung hat. Was machst du denn? Hallo. Ich bin wieder im Browser. Geh mal ins englische Wiki, in das ich nicht reingehe. Und du? Irgendeine Pornoseite. Machst du was? Du meinst so wie im Dings-Stream? Alter, hat sich jetzt den ganzen Browser aufgehangen? Der nicht vorhandene Browser. Sorry, Leute, irgendwie. Hallo? Kann doch nicht so schwer sein. Alles klar. Die Seite ist einfach mal komplett blau. Reicht schon. Schon weit genug weg. Du weißt auch nicht zufällig, wie man einen Observer-Block baut? Ja, ich weiß sogar, wie man den baut. Ja, sag doch. Mit Koppel, 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 Reds und Reds. Ah, ja. Hier, Nether Quartz, Koppel, Koppel, Koppel. Glaube ich, so war das. Meine ich. Wissen. Denken. Verdammt. Oder andersrum halt, also mit, Quarz, Quarz, Redstone, kann auch sein. Keine Ahnung. So rum oder so rum. Oder so rum. Vielleicht auch so rum. Vielleicht auch so rum. Oder so rum. Hä? Ich hätte auch mal gewusst. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Vielleicht ja auch so rum. Scheiße! Oh, warum bin ich eigentlich so gut informiert vor einer Aufnahme? Oh, kann ich wenigstens den Browser öffnen? Minecraft, ob. So. Ich weiß, ich bin wie immer gut vorbereitet. So, hier, Bums. Nee, das Wiki bei mir jetzt. Das Wiki funktioniert bei mir gar nicht. Was ist denn mit mir? Warum? Doch. Hä, das hab ich doch eben ausprobiert. Schwindel mich nicht an. Ah, anscheinend habe ich nicht ausprobiert. Beobachter. So, wie viele brauchen wir denn? Wir brauchen ein paar. 8 Stück werden, glaube ich, gar nicht reichen. Wir brauchen viel mehr eigentlich. Nochmal 8 Stück, würde ich sagen. Oder wir nehmen einfach so viele, wie da ist. So. Heißt so. Ja, 5. Das könnte reichen. So. Übrigens, das, was ich da unten gebaut habe, funktioniert so nicht exakt.
So, und daran müssen wir noch was ändern. Ich werde jetzt erstmal ganz kurz die ganzen Quarzsachen mal das rein tun, aber die brauche ich später, deswegen hoffe ich, dass die keiner rausnimmt. Deswegen sage ich auch nicht, wo ich sie rein tue. So. Das ist Holz. Den brauche ich nicht. Danke für die. Das ist für den Nether. Aber selbst wenn du es findest, lass es. David, lass es. Ich das nicht mehr. Ich gucke noch, ob wir noch eine Schaufel haben. Die Schaufel ist hier. Hier Schaufel. Zaubert. Nee, dann nicht. Nützlich. Dann nicht. In der Kiste nach. Da dürfte keine drin sein. Ich finde auch Quarz, dass ich mitnehmen kann. Nein! Hey, der Tim! Tim ist übrigens so inkompetent, um sich zu rufen. Der ist aber nicht im TS. Ja, aber er ist immer trotzdem auch zu inkompetent. Man muss doppelklicken. Doppelklicken. Geht auch rechtsklick beitreten oder join oder was auch immer da steht. Channel betreten. Ja, steht Tim da. Ist zu inkompetent dafür. Was? Komm, Team Spick. So. Das Ganze hatte ich hier ganz schön umgebaut. Hier ist ein bisschen Nether Quartz. Ich weiß, dass ich. die Observer an die Stelle gepackt hatte. User joined your channel. Hallo. Hallo. Guck mal, Tim, guck mal, David ist gar nicht inkompetent. Bitte? Alles gut. David hat gesagt, dass du zu inkompetent wärst, um im Teamspeak einen Doppelklick zu machen. Auf unseren Channel. Also, sah jetzt gerade nicht so aus, ne? Nee, würde ich auch sagen. Das ist nicht so aussah. Komisch. David hat einfach nicht an dich geglaubt. Das tun echt die wenigsten. Nee, und dann sind sie überrascht. Im Chat, der gerade bei WhatsApp ist, wegen ganzen Verlauf. Und dann sind die Leute überrascht, ne? Wenn ich es dann doch schaffe. Bin halt beleidigt. Wieso? Ja, wegen WhatsApp. Ach. Wurdest ja doch noch in Schutz genommen hier. Ja, aber jetzt nicht mehr. Ich bin, was jetzt von mir ist, von dem von Schützenfest. Doch niedlich. Ja, voll niedlich, ist klar. So. Warst du wieder lustlos gestern Abend? Ja. Ja, aber später ja nicht mehr, also hast du gesehen. Also gucke ich so eigentlich immer. Ich weiß gar nicht, was ist. Wie mache ich das denn jetzt? Ah, ich muss die also nochmal abbauen. Genius. Der Genius. Der Genius, der sogenannte. Was baust du denn gerade Schönes? Ich baue gerade die Farm zu Ende, die ich hier angefangen hatte. Bevor es die Observer gab und die ich halt mit dem Observer zu Ende bringen wollte. Moment, wenn da die Observer... Sind die schon mit Textures Pack? Gibt keine 1.11er, aber das, wir nehmen einfach das als 10er. Da sind ja nur 2-3 Texturen, die nicht neu... Also die... Ja. Ne? Ich spiele gerade auf Default. Kein Problem. Oh, was war das denn jetzt? Funktioniert ja gar nicht, lol. Ich dachte, das würde funktionieren. Ach übrigens, David, warst du schon auf unserem Server? Ja. Irgendwie sind alle Villager weg. Es sind irgendwie nur noch 3 da. David? Warum? Keine Ahnung. Ich dachte schon fast, David wäre jetzt so halb am Ausrasten, weil nichts sagt. Ja. Weißt du, oh mein Gott! Ich habe keine Ahnung. Okay. Also ist jetzt nur noch ein, der dieses, wie heißt der, Gerber oder so? Ja, also zumindest Gerber ist... Und zwei, Buchhändler, keine Ahnung. Okay. Buch ist ja und schon mal nicht schlecht. Ist da nichts mehr? Nicht. Nicht. Ist da nichts mehr. Ich habe keine Ahnung warum. Ich auch nicht. Vielleicht haben Zombies angegriffen.
Ja, aber dann wenn er. Ja, ich weiß es nicht, aber da kommt auch kein Zombie hin. Vielleicht ist er da gespawnt. Kann sein. Ach man, das ist ja scheiße. Egal, wir haben da ja noch ein Dorf in der Nähe. Ja. Wie? Ah, das ist scheiße. Oh, das ist natürlich runtergefallen. Fuck you. Boah, das ist mal komplizierter als ihr denkt. Oder nerviger. Ich mache keinen großen Fehler oder keine großen Fehler. Kann ich den so platzieren? Ah ja, stimmt. So. Nein, kann ich nicht. Vielleicht. Nein. Ach komm. Wie soll das denn funktionieren? So. Na, boah. So. So habe ich den jetzt. Es ist leider sau nervig, weil die von verschiedenen Richtungen jetzt werden. Warum? Ach ja. Das war ja richtig so. Wo sind jetzt die Pistons hin? Ich hoffe, die wurden hier eingesammelt. Ja. Gut. Taste. Wie kommt ihr da hin? Keine Ahnung. Der falsche Raum? Ne. Hier heißt. Da brauchen wir. David. Hm? Ja, ist jetzt auch ein Bild von mir. Ja. Was? Was? Ist auch ein Bild von mir. Ja, ich weiß, jetzt das letzte, ne? Hallo, meine sind aber trotzdem noch die besten. Ah, da kommt jetzt das nächste. Ah, da kommt das, wo der so guckt. Ja. Weißt du, auf dem Bild ist einfach Jakob der Normalste. Das, ja, was der halt jetzt geschickt hat. So, mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Wenn das funktioniert, ist das natürlich nice. Wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil ich noch nicht an alles gedacht habe oder so. Ja. Denn Redstone-Signal wird jetzt, glaube ich, nicht richtig weitergeleitet. Oh, wie war das denn nochmal? Ich werde nochmal. Was gibt's denn jetzt? Also hast du die jetzt fertig? Die Farben? Also die Farben, nein. Sondern die. Was denn? Observer Blocks. Ja. Okay, das heißt, sie sind dann eins weiter unten. Und müssen dann. Oh, wie hat das denn immer funktioniert? Ich werde mal ganz kurz ins Videoplayer gehen. Shadow, let's play, left the game. Oh mein Gott. Ja, irgendwie die Folge ist fast vorbei. Eigentlich vorbei, aber ich möchte, weil ich in der Folge noch nichts richtig geschafft habe, kurz gucken, wie ich das hier gemacht habe. Oh mein Gott, Creative Feld. So, Und ja, es ist. Ja, hast du eigentlich deine Begrüßung schon geändert, oder? Nein. Nein, nein. Wird sie natürlich auch niemals. Das würde, wenn er es machen würde, noch lange dauern. Ja. Hat das ja allgemein überhaupt weggelassen, oder was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ich hab das ganz 10, weggemacht 11. Mit den Pistons. Ich hab's einfach weggelassen. Das ist gut zu wissen. Ah, so hatte ich das gemacht. Okay. Jetzt gucken wir noch ganz kurz in der Folge uns an. Das mit den Pistons hatte ich ganz weggelassen, weil das nicht ganz funktioniert hat mit dem Redstone da oben drauf.
Sollte ich aber zumindest, ja, wenn ich die Dinger nicht neu planten muss, die Sachen wieder runterschieben lassen. Denn sonst muss ich die alle wieder neu planten. So. Aha. Dankeschön. So. Ey, Julian, hast du eigentlich Lust, sowas wie bei Lennarts Tor mit Lava nochmal zu machen? Ob ich darauf Lust habe, weiß ich nicht. Ob die Zuschauer darauf Lust haben, ganz sicher nicht. Weil, naja, spannend war das jetzt auf jeden Fall nicht. Was? Ach, die 11 Aufrufe. Warum soll ich das denn machen? Ich meine, das können ja auch andere machen, aber warum ich? Also ich meine, was denn überhaupt? Ja, auch in so einem Graben Lava blenden. Ist eine krasse Idee, die ist auch kaum kopiert. Seine Burg, wahrscheinlich. Ich muss ja sagen, die Idee ist auf jeden Fall sehr einfallsreich und nicht kopiert von irgendwem. Wie Lennart. Nee. Wie? Was? Ach, der hat das auch. Na, ich werde da sicherlich keine Lava hinmachen. Aber ich habe noch genug Lava-Eimer, also. Ja, von Dello. Warum passiert hier nichts? Warum? Ach, ich werde jetzt ein wenig von deinem alten Haus ein bisschen in diesem Luftschutzbunker ein paar Blöcke wegmachen. Nein! Irgendwie drei Blöcke oder so. Wie kannst du es wagen? Geht das? Nein. Eigentlich wäre hier so richtig geil so ein Hangar, weißt du? Aha. Wo, also das wäre dann so der Hangar und dann wäre da so eine, wäre da nicht unser Projekt davor, wenn man da so eine Stadion-Landebahn bauen. Ja, das Projekt wird sowieso nie fertig. Vielleicht sogar nie angefangen. Geil. Ich meine, ich baue ja jetzt schon ein anderes Projekt mittlerweile. Ich guck's einfach nochmal an, weil es hat nicht funktioniert. Hä? Wie funktioniert das? Du hast ja noch ein paar Bögen und Dia-Schwerter, ne? Natürlich, ich weiß, dass die da sind. What? Ist das denn was zum. Was zum. Achso. Achso, deswegen. Das ist kompletter Unsinn, okay. Nur zur Überprüfung geht jetzt immer noch. Nein. Ah. Ja. Okay. Wo ist der Unterschied? Warum kommen jetzt die ganze Zeit Bilder, wo ich drauf bin? Der ist auch ohne das da? Den gucke ich übrigens wie so ein Kleinkind. Ja, kennst du das Bild, wo ich drauf bin, was diese eine gepostet hat? Wo ich so voll den kurzen Blick mache. Hat er dich bestimmt auch markiert. Mich nämlich nicht, wenn ich mich nicht hatte auf Instagram. Meinst du Leonie? Ja, genau. Ja. Da gucke ich richtig komisch. Okay. Mit dem stehe ich voll komisch. Mit dem Bild. Wieso diese typische Mädchenpose stehe ich da aus irgendeinem Grund? Frage ist auch, warum du deine Eier schützt. Ja, das weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, diese Pose. Es funktioniert, hey! Das ist diese typische Pose von den Mädchen, die sagen wollen, boah toll, zwischen meinen Beinen ist so ein Spalt. Dass ich nicht so fette. Dass sie nicht so fette. Das, also, das kann man so sagen. Also, hey. Nein, also, also, hey, guck mal, zwischen meinen Beinen ist ein Spalt. Also, ja, kennt man ja diese Pose. Dass die nicht so fette Beine haben, dass die dünne Beine haben. Mhm, ja. Ja, da ist. Manche Mädchen mit fetten Beinen ein Stück Papier, weißes Stück Papier stecken. Dass das so aussieht. Okay. Ich meine, aber ich habe auch dünne Beine. Also Leute, ich würde sagen, David hat eine Spalte zwischen den beiden Menschen gefallen. Dann lasst die Putzweiten dauern. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.